Wir gehen ja schon. Uwe ist wirklich ein alter Opa, ne? Uwe ist wirklich ein alter Opa. Der muss immer so, dem muss einfach so heftig geholfen werden. Es ist. Wartet auf mich. Ich komm schon. Oh, hallihallo. Einmal bei Tag, hä? Nice, komm schon, komm schon. Gar kein Problem. Achso. Bin schon wieder. So, 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 so. Ja, da brennt er. Perfekt. Schon mal wichtig. Ja. Zack. So, einmal den hier. Das ist natürlich jetzt ein Fortschritt. Zack. Achso, da ist noch ein Mage. Doch kein Mage. Das ist ein Bogenschütze. Komm schon. Au, 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 au. Eine von denen da. Ja, den können wir durchziehen. Au! Wo geht der hin? Hallo, nicht mit Lola weg. Chillen Sie. Ja, Luna, komm. Ist auf damit. So. Hört auf, die zu essen. Einfach aufhören, die zu essen. So, noch einmal hier den schönen Salamander. Oh, no. No, 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 no. Ich glaube, ich bin. Oh, oh. Ich bin dead. Wie zum Henker soll ich denn das überleben? Wie soll ich denn das überleben? Ich frage mich gerade, wer das wirklich, also legit, wer überlebt das? Nice. Also spielst du auch gerade Dragon's Dogma? Ach, ehrlich. Laden. Laden, laden, laden. Okay, gut. Da ist er wieder. Aber den kriegen wir. Ist jetzt nicht so, das dürfte jetzt nicht so das Problem sein. Außer der springt halt einfach in die komplett andere Richtung. So, einmal das da. Zack. Ja. Okay. Immer noch in dem Grind drin. Perfekt. Sehr schön. Da muss ich die Tage auch wieder reingucken. Gestern ja ein bisschen gespielt. Also was heißt gestern? Eigentlich dann quasi schon vorgestern, aber mal gucken, dass wir nächste Woche spielen wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen. Hab mir eine Shokin gemacht. Eine Klingentänzerin. So.
Ist er runtergefallen? Ist er komplett runtergefallen? Krass. Dann gehen wir da mal hin. Das ist der Gute. Gut, 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 gut. So. Hoffentlich geht er jetzt nicht auf mich. So, einmal. Komm hierher. Kommen Sie her. Ja, nice, danke. Ach, was ist denn... Was kommt denn da jetzt noch? Oh, macht der noch so einen Dropkick? I don't like it. Wo sind denn die? Oh mein Gott, die waren 500 Jahre. Bin ich dead? Oh. Ach mein Gott. Wait, und jetzt ist nur Jörg da, oder was? Okay. That's not how it's supposed to work. Da war der in der Nacht ja einfacher zu fighten. Und da hatte ich einen Vasall weniger. Okay, so. Jetzt aber. Das war gut getroffen. Das war sehr gut getroffen. Ja, keine Sorge. Wir retten dich. Und zack. In den Rücken rein. Salamander hat echt eine lange Cast-Time, ne? Bald würde ich sagen. Ich habe das Gefühl, der Flammen macht am allermeisten Damage. Oh. Aber irgendwie sollten die anderen doch auch relativ guten Damage machen, oder? Die anderen Spells. Au. Schon wieder. Werden die da ausgerüstet? Die läuft da einfach halbnackt rum. So. Salamander casten. Na, das habe ich nix. Komm. Du darfst gerne noch einmal brennen.
Holy. Jörg hat das einfach überlebt. Da hell. Na gut, jetzt ist er halt dead. Übernehmen wir mal Jörg wieder. Ja, yeah, genau das brauchen wir jetzt. Zack. Einmal Blitzer reinkasten. Und dann den nochmal einmal verbrennen. Okay. Chill, chill, chill. Und zack. Jörg. Oh mein Gott. Jörg, steh wieder auf. Okay. Warum ist da jetzt noch so ein anderer Dude? Weg mit dem. Oh no. Und da hat mich der Dropkick kurz vorm Schluss. Kurz bevor wir ihn gemacht hätten, kommt da noch einmal der Dropkick. Ah. Der ist doch kacke. Dann halt noch einmal. Ich meine, den besiegen wir ja eigentlich locker. Dann ist es ja. So. So, erstmal die Laterne aus. Die brauchen wir jetzt nicht mehr an. So. Zack, zack, zack. Einmal das da rein. Und dann das da rein. Oh, okay. Liegt auf dem Boden, er liegt auf dem Boden, er liegt auf dem Boden. Das heißt, einmal Feuer da rein. Ja, ich krieg den noch, ich krieg den noch. Safe. Jetzt ein bisschen brennen. Ich kann den auch so ein bisschen runterwerfen hier so. Oder auch nicht. Da ist Lola erstmal down. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, gar kein Problem. Lola steht wieder. Ah, da kommt noch ein anderer Mage zur Hilfe. Nice. Kann der jetzt vielleicht mal wieder anfangen zu brennen? Das wäre doch was. Aha. Genau so will ich das nämlich sehen. So, dann das da einmal rein.
flüchtet der? So, auf zu flüchten. Das ist übrigens noch nicht genug gebrannt. Nice. So. Einmal Bombe. Ja, 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 ja. Der fällt doch wieder, der fällt doch wieder. Ja, sehr schön. Jörg! My boy! Komm, 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 komm! Nicht mehr viel, nicht mehr viel, nicht mehr viel! Ja, 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 ja! Okay, der setzt jetzt wieder zum Dropkick an, ey, dann, ich schwöre. Nice. We got him. We got him, boys. So, wo sind die High Fives? Ich will ein High Five geben. Ich will jetzt ein High Five geben. Gib mir ein High Five. Keiner will mir ein High Five geben. Könnt gleich schon wieder ein Lager aufschlagen. Geben wir das da mal der Luna. Nice. Danke. Danke, danke. Ach, da kommt direkt die nächste Echse. Ja, 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 alles in Ordnung. Oh, die fliegt ein bisschen. Nett. Oh, jetzt bin ich wieder außer Puste. Das ist wirklich ein alter Opa, ne? Uwe hat wirklich ausgedient. Na, hier mal noch ein paar. Wer seid ihr so? Waren kaufen. Oh, der bietet sowas für. Ja, nehmen wir doch. Ja, damit haben wir wieder einen Stein. Ist also wieder mies läuft. Unförmiges Auge verkauft der Boy. Ich habe ein paar unförmige Augen. Dachte ich zumindest. Nee, doch nicht. Oh, warte mal. Wenn ich das richtig gesehen habe, können wir gerade. Wir können auch ein bisschen Stuff anziehen, oder? Das gibt sogar ein bisschen mehr magische Abwehr. Ziehen wir doch das da an. Das können wir sogar noch aufbessern. Oh. Echsenschuppen, ja, nice. Jörg kann bestimmt auch noch Stuff anziehen. Nee, oder auch nicht. Passt. So,ちらは目的地から離れますが、私は生存行動を重んじ、体力管理に徹します。 18.
Besiege einen Oger. Belohnung 1776 Gold. Ja, holen wir die doch mal mit. Ja, meine Gruppe ist zwar voll, aber wir können Lola austauschen. Oder wir tauschen Luna aus. Dann haben wir einen Frontkämpfer, zweimal. Ja, komm. Das geht auch, glaube ich. Was geben wir dem Guten denn mit? Wir geben dem eine Moosbeere mit. Mit der Guten. Luna. Ja, ich freue mich auch. So. Für mich mal richtigen Weg hier. Ja. Ja, ist nur ein Steinwurf entfernt, ich weiß. Wait a minute. Wird das nicht eher... Ja, da so hoch? Ist doch direkt vor uns der Weg. Oder? Ah ja, hier. Oh, bitte lasst jetzt nicht wieder den machen müssen. Müsste aber normalerweise gespeichert haben, weil ich mir einen neuen Vasall geholt habe. Das hat keiner gesehen. Ja. So, hier geht's in die Mine rein. Jawohl, let's go. Oh no, ich habe ja keine Gesundheit mehr, ne? Nee. Zurück. Geht ihr nach vorne. Geht ihr nach vorne! So, mal Laterne an. Laterne. Feuer, Tod und Wärme. Zack. Ding. Ja. Weiter geht's. Ah. Au! Das war nicht sehr nett. Hat Jörg schon wieder keinen Heal-Gegenstand oder was? Gibt es doch nicht. Geht einmal ihr da rein, okay? Weg damit. Soll man von so einer Fackel getroffen werden, ne? Okay, jetzt die Frage, können wir jetzt hier durch? Oh, wir können jetzt hier durch. Okay, aber erstmal gehen wir hier noch weiter. それは誰しもが一度は体験することでしょう。
Die Brücke ist kaputt. Wusste ich. Wusste ich. Da komme ich dann wohl nicht mehr rüber. Kann ich irgendwie anders da? Nee, ich kann nur noch nach unten, ne? Und ich habe hier aber auch schon alles eingesammelt. Also maybe müssen wir echt... Oh, nicht mich treffen, Junge. Das wäre worst case. So, Jörg. Why, Jörg? Echo. Wieder so wenig Leben. Futter doch mal was. Okay. Dann maybe gehen wir durch die Tür da durch. Through the door. Gibt's wieder was zum Einsammeln? 素材となるものを入手しました. Kann ich denn theoretisch wieder was kombinieren? Ja. Dann gehen wir hier mal durch. Ich komme hier noch weiter nach oben. Ich glaube, das war Salamander. Naja, macht nichts. Ab dafür. Ach, der ist schon dead. Huch. Wer seid ihr denn? Warum sind hier Leute? Okay. Anta, zioi na. Okage de Goblin domo issou dekita yo. Okay. 紹介任務のはずがここで吸収にあってな。完全に不意をつかれたんだ。Schon ziemlich lange her, dass wir die Quest angenommen haben und die sind immer noch am Fighten gewesen. Es waren mindestens 2 oder 3 Nächte daneben, die haben gut durchgehalten, muss ich sagen. Die haben gut durchgehalten. So. Rennt mal hier so ein bisschen rum. Besorgt mir mal Stuff. Vielleicht liegt hier noch so ein Großschwert rum. Ja, Zeichen der Tapferkeit. Da oben ist auch noch was. Erstmal wieder umsortieren. Das mal dem Jörg. Das ist da genauso. Auch dem geben. Das da auch. Und jetzt ist die Frage. Kann Jörg das vielleicht sogar anziehen? Und das ist besser. Ja. Let's go. Nee, das macht gar nichts an ihm. Ah, doch. Wobei, doch, gibt noch ein bisschen Schwächewiderstand. Dann ziehen wir das doch an. Einmal auf. Hm.
dann gehen wir einmal da oben weiter. Ich bin gespannt, ob ich irgendwo das Großschwert hier bekomme. Das soll ja irgendwo hier rumlauern. Wir haben keinen Heiler, aber wir haben Heiltränke. Gar kein Problem, also. Geil. Leiter absenken. Nice. Shortcut. Hallo? Oh, ich wollte gerade sagen, hä? Huch, wer bist du denn? Q? Level 19 ist die. Ja. Aber du darfst gerne. Lola darf dann gerne gehen. Und Lola kriegt eine Beere mit. Nee, stopp. Lola kriegt eine Hartknolle mit. Also eine Kartoffel. Nice. Eine Kartoffel für die Kartoffel. War natürlich nicht so gemeint. Ja, Lola, du bist super. Ich nehme dich vielleicht irgendwann wieder mit, wenn du höheres Level hast. Sonst noch irgendwas? Sieht irgendwie nicht so aus. Ja, mach mal. それではベルント殿に報告してみますか? その人のところへお連れすればいいですね? では私についてきてください。 Ja, dann. Okay. Wo ist hier jetzt die Schatztruhe? Hast du hier eine Schatztruhe gesehen? Ist okay. Behalte deine Geheimnisse für dich. Keep your secrets. Yo. Einmal kurz laufen. Ich will gerade gucken. Wir könnten auch einen Schnell-TP nehmen, ne? Huch, die Mine ist halt aber auch groß, ne? Holy moly. Ist halt legit riesig. Nehmen wir doch mal einen TP. Wir haben noch so ein Steinchen. Let's go. Wir gehen mit dem Steinchen nach Vernwolf. Okay. Und direkt wieder. Jawohl, die FPS des Todes. Ich vergaß, da war was. Ja, ich würde gerne das Großschwert dahin bringen, aber. Vielleicht müssen wir echt dann nochmal hin. Verbesserte Form von Brand, die mächtigeren Flammenstoß entfesselt. 1000! Egal, we get it. Oh mein Gott, was können wir denn?
Zehrt von der Gesundheit des Ziels und gewährt dem Wirkenden. Der Effekt hält so lange an, wie der Zauber aufrechterhalten wird. Der Wirkende darf sich dabei jedoch nicht bewegen. Okay, das ist ein bisschen mies. Schleudert Steineruptionen hoch in die Luft, fügen sie Schaden zu, besonders effektiv gegen Ziele, die gegen Magie resistent sind. Ja. Macht Sinn. Vielleicht könnten wir den sogar nehmen. Für anstatt von Eisbrocken. Ich würde auch gerne Kernzauber. Habe ich alle. Fähigkeit. Nice. Ja. Nehmen wir mit. Rein da. Schroffheit. Ist das? Deinen Angriffen Schwächungen zuzufügen. Jawohl. Ausrüsten. Ich bin Erzmagier. Ich bin schon Erzmagier. Auf Rang 5 sogar. Bin Erzmagier auf Rang 5. Wir nehmen die große Donnermine. Und wir nehmen den großen Salamander. Nice. Sehr geil. So, Jörg. Was kann Jörg noch? Jörg kann Explosion, Schildrufe, Schildtrommel. Ja, das wollen wir ein bisschen. Hoch. Tadel dreht sich flink auf der Stelle, blockiert Angriffe aus Einrichtungen mit dem Schild. Selbst bei Zurückweichen einsetzbar. Ja, let's go. Setz das mal da rein. Das da darfst du dir holen. Kernfähigkeiten, verzauberter Konter. Ja, und auch das darfst du dir holen als Kernfähigkeit. Und Provokation rein. Ja, ich kann halt keinen Krieger aus ihm machen, weil... Ja, der Boy halt leider... Weil es ist Schwert und Schild und der kämpft halt mit Hämmern. Also Schwert und Schild will ich vielleicht wirklich dabei halten. Gut. Nee, ich glaube, dann haben wir hier sogar... Dann habe ich sogar alles, was ich wollte. Nur ein bisschen leveln. Ah, warte, Suchermedaillons. Ja, ich habe einen. Dafür kriege ich einen Reisestein, danke. Okay. Also eine von 220 habe ich gefunden bis jetzt. Das kann ja was werden. Aufträge? Hauptmann Brandbericht erstatten, jawohl. Einige Tage zurück, okay. Verzierte Dose. Ja, die verzierte Dose ist doch schon aber over. Ich glaube, die... Zum Teil hängen die Quests so ein bisschen. Wie gesagt, ich kann auch... Ich kann auch irgendwie nicht die... Ja, lass mich mal hier durch. Kann ich hier durch? Kann ich hier durch? Ah, damit. Ah, ist eine Truhe. Ja, eine Truhe. Beaststeak? Oh, auch geil. Dann gehen wir mal hier rein. Ja, wir können nur abends mit ihm sprechen, ne? Ja. So, sitzt der jetzt wieder dort? Das wäre ja wild. Ja, ich will neben ihn mal mit.
Wir nehmen ihn mal mit und lassen ihn mal gegen den Oger fighten. Dann wird er bestimmt meinen, das ist ganz einfach da draußen. Dann ist gar nichts gefährlich. Ring des Anwachsens. Okay. Ach, haben wir die Quest jetzt über. Haben wir die dauerhaft mit ihm? Können wir da jetzt dauerhaft irgendwie mit ihm da labern? Das wäre ja cool. Also das mit dem Großschwert und Magierstab, das ist halt kacke, weil... Also ich habe nirgends wo dieses Großschwert gefunden in der Mine. Nur den Magierstab. Da muss das vielleicht, weiß ich nicht, darf ich da wieder rein? Und da muss ich auch noch hin. Vielleicht machen wir das als nächstes. Aber erstmal unser ganzes Zeug wieder ablegen. So, der Ring. Der eigene. Erhöht ein klein wenig das maximale Gewicht der Ausrüstung, das der Träger stemmen kann. Nice. Will ich nehmen. Was mache ich dafür weg? Den linken Ring. Oh, nice. Mehr tragen. Zack, haben wir hier rein. Hoppa. So. Lage verwalten, einlagern. Oh Gott. Jetzt geht's wieder los. Okay, das können wir mal behalten. Ich glaube, die Käfer können wir auch mal behalten, ne? Das wäre actually eigentlich ganz gut. Alles weglagern. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass da können wir auch wegmachen. Wir brauchen nur den Schlüssel. Die Ringe können weg. Perfekt. So. Habt ihr noch was? Jawohl. Natürlich habt ihr noch was. Ist da weg. Du hast nix. Hände nehmen, ja. Diese Käfer. Arigato. Brechen. So, jetzt müssten wir noch upgraden gehen können. Bei den guten Schmied. Gucken wir mal. Hallo. Ausrüstung verbessern, jawohl. Minotauren habe ich noch keine getroffen. Das tut mir leid. Aber ich habe auf jeden Fall einen Echsenschwanz nochmal. Würde gerne das da aufwerten. Sehr geil. Schlangendiadem können wir auch aufwerten. Aber da brauchen wir Toxium. Toxium, wo haben wir Toxium bekommen? Weiß keiner, ne? Einmal aufwerten. Gut, dann können wir sogar nochmal aufwerten. Und dann fährt der Echsenschwanz da wieder. Nice. Oha! Direkt fertig aufgewertet bekommen, sehr geil. Ach, ich habe ja jetzt auch Kaninchenfell. Kann man auch das da aufwerten.
Sehr schön. So, warte, aber die Ausrüstung, ja, von denen hier kann ich die Ausrüstung nicht verbessern. Die gehören mir ja quasi nicht. Verkaufen? Will ich davon gar nichts. So. Dann einmal durch diese leggy Stadt durch. Also hier wirklich an alle, die zuschauen. Das ist nicht meine Schuld, dass das hier so laggt. Draußen läuft alles flüssig. Hier in der Stadt ist einfach Rest in Peperonis. Das ist richtig ekelhaft. Ja, ja, führ mich mal. Ich hoffe, ich muss nichts fighten jetzt. Das wäre Krise. Ich habe weniger als Hälfte Leben. Eingeschränkter Zutritt. Gerade die vollkommen tabu sind und andere, zu denen dir nur zu bestimmten Tageszeiten Zutritt gewährt wird. Wenn du zum Beispiel eine Wache nachts auf dem Palastgelände erwischt, wirst du wegen unbefugten Betretens festgenommen und in den Kerker geworfen. Es gibt auch gewisse Orte, zu denen Vasallen allgemein keinen Zutritt haben. Maskenrebelle werden regelmäßig im Maskenseil von Schloss Verantwort abgehalten. Können dir eine Möglichkeit bieten, Bekanntschaft mit wichtigen Personen zu schließen? Maskenrebelle sind allerdings formelle Anlässe und dir die Teilnahme nur gestattet, wenn du passend gekleidet bist. What? Ich muss mich jetzt noch anziehen? Okay. Ich brauche Kleidung. Ich brauche gute Kleidung. Aber das da müsste doch reichen. Ich sehe doch eigentlich. Ich sehe doch gut aus. Ich wüsste gar nicht, was die wollen, ey. So, wir klettern jetzt hier mal ein bisschen. So, hallo. Okay. Hier ja, dann gehe ich mal rein. Hallo. Gefäng ab, rein in den Gefängnisturm. Hallo? Hier sind die FPS wieder in Ordnung. Nicht gut, aber in Ordnung. Oder auch nicht. Hallo? Mit euch? Ich bin nicht im Dienst. Okay. Ja, ich nehme hier mal alles mit. Oh, wenn du nicht im Dienst bist, das ist eine Folterbank. Schön. Hä? Was? Wie? War? Nee, nicht angreifen. Nicht angreifen. Warum greifst du mich an? Warum? Was geht denn jetzt ab? Why? Warum werde ich angegriffen? Gerade eben sagt er so zu mir, er ist nicht im Dienst. Alles Gucci? Und jetzt plötzlich werde ich angegriffen. Hä? Alles okay. Ist schon Nacht? Oder was? Muss ich hier schon raus? Ich gehe. Mich hat keiner gesehen. Tschüss. Ich gehe pennen bis zum nächsten Morgen. Bye bye. Sind meine Vasallen hier draußen stehen geblieben? Oh ja. Ja. Bleibt ihr nur da, wo ihr seid. Holy moly. Okay. Also ich muss safe einmal pennen gehen hier. Hier ist die Bleibe. Öpp. Zack, zack. Hallo? Ja. Wir rasten einmal. Bis zum Morgen.
Nice. Jetzt haben wir wieder den nötigen Schwung. Ja, ich habe den nötigen Schwung auf jeden Fall. Da ist... Zack. So. Also, wahrscheinlich Gefängnisturm. Muss ich ein bisschen aufpassen. Ich gehe mal davon aus, ich muss mich... irgendwie... ich muss mich schleichen oder so. Ist jetzt nur die Frage, wie mache ich das, ne? Ja, ja, bleibt ihr da. Ja. Hallo, hey. So, okay. Gut. So, wie mache ich das jetzt? Hier durch die Tür. Ich mach diese Tür. Oh, ist das geben. Oh, brüchiger Kerkerschlüssel. Hallo. Nee! Ach, komm. Ich kann auch, glaube ich, nicht meinen. Kann ich meinen Dings ziehen? Tut mir leid, aber das war's dann, ne? Das ist weit. Kann ich den. Oh Gott, der hält ja. Wie viel hält der denn aus? Ach Mann. Also ich hab wieder raus hier. Läuft er mir hinterher? Alles in Ordnung. Ich bin nur Besucher. Warum kann ich hier nicht rein? Mann. Bin wieder draußen. Bin wieder draußen. Einfach hier kurz. Verstecken uns. Okay. Hä? Warum? Warum? Hör doch auf. Hör doch please auf. Ich hab doch nichts getan, ey. Ist er jetzt weg? Is he gone? Okay. Wait. Wir gehen hier so runter. Okay, wo bin ich jetzt? Ich glaube, das da war eine schlechte Idee. Weh, der kommt jetzt hier runter. Hallo. Wo bin ich denn jetzt hier? Komm ich hier auch hin, wo ich hin will? Ratten? Hallo. Tschüss. Ich bin der Kammerjäger. Faules Bestienrippchen. Hä? Welche Erleichterung, endlich wieder an eurer Seite zu sein, am anderen Ende des Gitters und irgendwie 5 Meter drunter. Aber ist okay. Hier komme ich auch nicht durch. Hä? Wozu war jetzt... Okay, das ist jetzt ein bisschen weird. Okay, wir versuchen es wieder. Einfach weil...
aller guten Dinge sind drei. Das ist, glaube ich, das dritte Mal, ne? So, wir müssen einfach nur ganz langsam gehen. Einfach niemanden alerten. Ich weiß noch nicht hundertprozentig, wie ich das anstelle. So, da läuft der Boy. Geh weg, geh weg. Ich wünschte, ich müsste nie die Waffe ziehen. Du musst ja auch keine Waffe ziehen. Ich will gleich einfach meine Laterne ausmachen. Der seine Runde? Hätte der nicht rauskommen müssen? Bin hier nirgendwo, ich bin hier nirgendwo. Why? Why again? Wo ist denn der Kerl überhaupt? Komm ich hier rein? Okay. Hallo? Hallo? Hä? Alles in Ordnung? Ist in Ordnung? Damn it. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Die hören irgendwann auf, die hören irgendwann auf, die hören irgendwann auf. Kann ich hier raus? Hier, hier, hier. Kerkerschlüssel? Ah! Ich bin draußen. Ah! Nee, 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 nicht schubsen! Nicht schubsen, nicht schubsen, nicht schubsen. Schubsen ist was ganz Mieses. Nicht, wenn ich nicht weiß, wie ich hier irgendwie... Ah, da. Ha! Wo sind meine Vasallen? Wo sind meine Vasallen? Da sind meine Vasallen. Hallo! Laufen! Lauft! Okay, ich weiß, wie ich jetzt von unten reinkomme. Okay. Sind wir wahrscheinlich schon bei einem verkackt. Okay, also das heißt, von unten komme ich da rein. Da ist immer noch eine Wache, ne? Muss ich bis nachts warten? Damit da keine Wachen mehr sind? Ja, wo willst du mich denn jetzt hinbringen? Wieder oben hin, oder was? Nee, das ist ja falsch. Was von unten? Bürgerliches Viertel. Eine Leiter. Hallo. Bin ich? Wo bin ich? Nee? Okay. Da hat einer meiner Vasallen einfach eine Hartknolle mitgehen lassen. Man hört nur so Zing! Oh, hey, das ist das kleine Mädchen. Hallo. Ja, ja. So, kann ich bei dir noch eigentlich irgendwas einkaufen? Doch 20% Rabatt. Ja, die Sachen würde ich halt gerne einkaufen, aber die sind halt auch schweineteuer, ne? Okay. Ja, aber ich denke, für heute war es dann auch erstmal. Wir werden uns dann wahrscheinlich am Sonntag, gehe ich schwer davon aus, noch einmal in das gute Dragon's Dogma 2 begeben. Glaube ich zumindest. Wenn die Zeit da ist. Aber müsste sie normalerweise. Dann stellen wir uns noch einmal hier hin und genießen die richtig awesome Aussicht auf diese ganzen Berge.
Die FPS machen auch mit, wenn man so ganz langsam das Bild schwenkt. Ganz langsam. Ansonsten sind die sehr zickig. Gut. Einmal System und einmal speichern und zum Titelbildschirm zurückkehren. Perfekt. Dann für alle auf YouTube, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ja, bis dahin und tschüss YouTube, tschüss.